Moin Mann und hallo, herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal. Und diesmal habe ich auch wirklich auf Aufnahme und nicht auf Streaming gedrückt. Yay! Mit dabei sind wieder der liebe Barock Zornbold. Moin. Und Yuyuka von Tal. Abend. Hör endlich mit der Facepalm auf. Das ist meine Lieblings-Emoji. Her! Das sieht irgendwie so aus, als würdest du dir ein Mikrofon unter die Nase halten. Ich bin so stolz auf dich. Genau. Ich gebe auf. Ich brauche keinen Ärger. Nein, oh, nein, auf ihn, nein. Wieso wusste ich überhaupt? Das? Nein, ich bin auf 51. Bitte. Alter. Aber hey, meine Bettruhe ist weg. Ja. Diesmal merkst du ja, dass ich dich heile. Das ist ja witzlos. Gut, was haben wir diese Folge vor? Also ich werde für Herrn Salentin wieder seine Holzscheite schleifen, beziehungsweise sägen, damit er gleich in Ruhe mal meine 10 angeforderten Eisenplatten herstellen kann. Ja, ich werde erstmal mein Inventar aufräumen und werde mir dann noch ein paar Steine beschaffen und werde mal sehen, dass ich Knochen endlich fürs Monument ranbekomme. Ach, brauchst du noch ein Kirschnermesser? Das wäre sehr hilfreich, ja. Dann stelle ich gleich mal eins her. Ich habe nämlich nur ein Steinmesser, das ist nicht ganz so effektiv. Aber ich gehe jetzt erstmal nochmal einmal ein Feld von der Mine abstützen, dass das nicht sofort wieder einbricht. 4 Bretter habe ich zumindest schon mal. Wann ist der Weg zur Mine fertig? Gar nicht? Wenn du genug Steine gesammelt hast. Die liegen bei der Mine. Liegen da wieder welche? Wie viele? Eine Tour oder was? Wahrscheinlich 2. Na, da können wir ganze 4 Felder damit pflastern. So 200-300 Steine müssten da liegen. Tja, die Fallen haben bis jetzt noch nicht wieder zugeschnappt, wie ich sehe. Guck mal, wie es auf so Tieren geht. Wieso dauert das so lange? Ah, weil ich Untersuchung gemacht habe. Ah. Meine Fresse, sind die Bretter schwer. Kann ich schon mal gucken, ob das Huhn schon ein Ei gelegt hat? Nein. Nahrungsverbrauch 0,0, das wäre auch nicht schlecht. So, der wichtigste Teil der Mine kann schon mal nicht mehr einstürzen. Der Eingang? Nein, der Teil, wo der Eisen ist. Der Eisen, das Eisen. Links oder rechts? Sowohl als auch. Für die Leute, war das schlecht? Die sich wundern, warum ich die ganzen Sachen jetzt erstmal in eine Kiste tue, statt die direkt anzubauen. Ich möchte das gerne so haben, dass ich einmal alles anpflanze, dann als einen Satz alles wegernten und neu pflanzen kann, damit ich nicht immer herrennen muss und ständig kontrollieren muss, was reif ist und was nicht. Und damit du, wenn du es einmal verkackst und vergisst und es vergammelt, dich ganz doll ärgern kannst, statt nur ein bisschen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Genauso unwahrscheinlich wie streamen, statt aufzunehmen? Tja, das passiert halt nur nicht so intelligenten Menschen, ne? Ah, daran liegt das. Ja. Yuka, sägst du Bretter oder? Hartholzscheite für die Kohle. Gut. Wenn man euch beiden so zuhört, im Stillen, dann könnte man meinen, ihr beide werdet verheiratet. Ihr streitet euch wie ein altes Ehepaar. Ich lehne die Ehe grundsätzlich ab. Kann also nicht sein. Du bist gegen die Ehe? Das ewige Ja und so? Ja. Warum? Sinnlos. Ja, aber es gibt so viel sinnlos in der Geschichte. Warum gerade das? Der einzige Vorteil, den man dadurch hat, ist Steuern.
Ja, siehst du, hat doch einen Sinn. Ja. Und auch das stößt mir schon wieder ein bisschen übler auf. Ich sag's nur ungern, aber ich brauche gleich eine neue Säge. Ja, eine 94er Qualitätssäge ist fast durch. Dann muss ich mir da noch Stein. Okay, ich habe jetzt hier noch 28 Äste, die werfe ich jetzt weg. Die kann man zur Not schnell neu sammeln. Weil die haben zu viel Gewicht. Einen behalte ich noch. Falls ich mal ein Ersatzwerkzeug bauen muss. Hast du das Messer schon zur Hand? Ach ne, ja gleich. Mach ich gleich. Das Feld brauche ich ja noch für Steine. Muss mir ja noch Steine beschaffen. Außer aus Versehen das Steam-Overlay geöffnet. Weil ich während des Sprintens eben noch das Inventar gucken, die Maus umschalten wollte. Ich brauche einen Softwood-Scheit. Für einen Griff oder was? Yep. Was suchte ich nochmal? Ach, Schleudermunition, genau. Muss ich wieder einen Apfelbaum fällen? Haben wir noch irgendwo einen Apfelbaum, den wir nicht brauchen? Nee, die brauchen wir alle. Verdammt. Haben wir nichts anderes hier? Moment, ich guck mal kurz. Also ein Apfelbaum mit zwei Äpfeln dran, beziehungsweise Qualität 2, den kannst du umboxen. Nein, da wachsen Äpfel dran. Nicht mit Qualität 2. Die sind scheiße. Die Äpfel sind besser. Äpfel sind Äpfel. Die wachsen da echt dran, die sind schon ein paar Mal nachgewachsen jetzt. Wir haben kein Softboot hier. Das ist furchtbar. Das sind zwar immer nur 9 Stück, aber an der Mangelung an besseren Bäumen müssen wir uns damit erstmal zufrieden geben. Ich habe mich noch nicht um Apfelbäumensuche gekümmert. Also wir müssen echt mal eine Reise irgendwo hin machen, wo wir Softboot kriegen. Da einiges an Setzlingen mitnehmen. Einen großen See sind Tann, das weiß ich. Der große See ist auf der anderen Seite der Map. Du hast doch gesagt, eine Reise. Ach, jetzt öffne ich auch schon das Steam-Overlay. Haha. Ja, ich mache jetzt gerade schon eine große Reise und ich werde auch ein paar Setzlinge mitbringen. Also können wir dich in den nächsten Aufnahmebereichen erstmal abhaken. Naja, ich laufe jetzt so lange in eine Richtung, bis ich irgendwo einen Softwoodbaum sehe. Hier sind etliche Apfelbäume. Warum gibt es hier so viele Apfelbäume? Ich nehme jetzt einen Apfelbaum. Nein, nicht meine Apfelbäume. Hier sind so viele. Oh. Jetzt wäre wieder ein Moment für die Facepalm. Zu weit weg. Keine Axt dabei. Das wäre lustig gewesen, wenn du richtig weit gelaufen wärst. Yep. Ach Mann, mein Hirn. Aber ich könnte mal versuchen, ob ich jetzt beten kann. Der Antichrist betet. Ich sag nicht, dass ich zu Jehova bete. Hat geklappt? Beim ersten Mal? Die Ungläubigen wieder. Wow. Tja, unsere keltischen Götter sind halt besser als eure. Die Handgriffe machst du aus Holzscheiten, oder? Softwood, ja. Aber ich brauche halt Softwood. Das ist das grundlegende Problem. Bin ja gespannt, wo mich die Fußspuren jetzt hinführen. Ich kann das schon. Ah. Okay, Hirsche. Mach tot. Ist der Plan. Gut, dann mach tot mit Wattebällchen. Ja, so etwa wird das funktionieren mit den Steinchen. Nimm doch den Speer. Ja, aber mit dem Speer muss ich so viel hinterherlaufen. Und die Schleuder macht richtig gut Schaden.
wenn du triffst. Bei meinem Monster. Oh, was ein Scharfschützenschuss, du. Ich habe hier schon recht guten Skill. Das geht inzwischen besser. Ich höre hier gut sein gesehen, aber ich. Sein Team, stopp. Oh, wie knapp. Way. Dann brauche ich aber immer noch Bäume in der Nähe, mit denen ich das machen kann. Und dann habe ich jetzt schon mal 4 Stiele. Wir die nächste Folge vielleicht zu zweit einmal los und Holz holen. Also Setzlinge. Das würde ich ganz ehrlich sogar eher off-topic machen. Weil das ist nun wirklich langweilig. Warum? Ein bisschen die Welt erkunden? Es mal ist interessanter als das, was ich die ganze Zeit mache. Das stimmt. Ich komme wenigstens noch drum um in die Welt rum. Ich komme von der Mine zum Schmiedeplatz, zur Mine, zum Schmiedeplatz, gelegentlich mal zum Feld, um irgendjemandem was zu bringen, zur Mine, zum Schmiedeplatz. Gut, dann tauschen wir doch einfach mal kurz die Rollen. Ja, jetzt erstmal muss ich gerade wieder zum Schmiedeplatz. Richtig, ich gehe jetzt gerade zur Mine. Warum tauschen wir die Rollen? Dann kannst du mal in der Welt rumgucken und nach Bäumchen suchen, weil, vergesst nicht, Setzlinge ziehen ist ein eigener Skill. Das stimmt. Kann ich das noch gar nicht? Da dafür brauchst du Landwirtschaft auf 60, damit du Forstwesen hochgekommen kriegst. Also wenn du dann Wildpflanzen sammelst, wäre ich sehr begeistert. Das sieht ja mal geil aus. Den Stützen. Wie hast du die Mine dann weiter gebaut? Einfach geradeaus oder wie jetzt? Siehst du doch. Was muss ich jetzt machen? Stollen graben, Stollen abwärts graben? Stollenwände abstützen? Was hast du vor? In der Mine weiter buddeln. Warum? Damit ich unter Umständen noch den Skill weiterkriege? Ja, aber warum? Abwechslung ins Let's Play bringen? Ja, aber warum? Weil ich gerade an der Mine stehe. Das wäre ungefähr so, als wenn ich mir jetzt anmaße, ein Haus zu bauen. Wie war das mit Skill-Aufteilung? Ich will dir doch nur helfen. Dann schaff Holz ran. Wie viel haben wir noch in der Kiste an Fleisch? Oh. Gerade nicht gucken. Braten oder rohen? Gebraten. Über 60, 70? Was? Bitte? Hat er so viel hergestellt? Oh. Vorhin war da 13, 14. Also wenn Barock nichts dagegen hätte, würde ich ihn beim nächsten Jagdausflug gerne begleiten. Ach, nicht nur Minenarbeit klauen, auch noch Jagdarbeit klauen. Einfach mal Abwechslung reinbringen. Alter, bau Häuser. Brauchen keine mehr. Doch. Lagerhaus. Ich bin überlegen, ob ich als nächstes eine Palisade bauen soll. Ja, jetzt kommt doch später mit dem Bergfried. Genau. Ich will jetzt Lagerhaus nicht in alten Wunden rumstochern, aber hast du vor, einen Außenposten zu bauen? Nein. Dafür habe ich gar nicht die Zeit im Let's Play. Aber für Minenarbeit und Jagen. Ja. Alter, schaff Holz ran. Mann, ernst. Ich habe übrigens Kirschnermescher in der Tasche. Oh, super. Wo bist denn du? Ich bin gerade auf der Jagd. Achso, Mensch. Ich pack's dann in die Schmiedekiste. Ich brauche mal eine Truhe, wo mein ganzes Werkzeug zu lange. Im Moment liegt das alles in der Schmiedekiste.
Ja, die meisten Werkzeuge kriegst du leider nicht in so eine Rindenkiste rein, glaube ich. Ach, das ist Sind ja auch zu das groß. Primitive. Ich kann das einfach mal wegschmeißen. Im Zweifel, wenn wir Satz bauen, baue ich es mir einfach, brauchen, brauche ich es mir einfach neu. Eine neue Säge muss ich mir schon mal wieder herstellen, wa? Kann ich Könnt ihr eigentlich die diese alte nicht wieder einschmelzen? Oder reparieren? reparieren, wie auch immer? Reparieren brauchen wir das Reparaturkit für. Oder nicht? Jo. Ja, das kann ich noch nicht herstellen. Ach so. Was fehlt? Keine Ahnung. Der Skill? Ich weiß zumindest nicht, wo ich es erstellen kann. Im Moment sehe ich es noch nicht in der Liste. Reparaturkit ist ein eigener Skill. Brauchst du Zimmern auf 60, Maurerhandwerk auf 60 und dann hast du Gebäudewartung. Um Werkzeuge zu reparieren? Nee, Gebäudewartung für Reparaturkits. Okay, aber er will ja Werkzeuge reparieren. Das müsste mit Schmieden zusammenhängen. Also ich habe hier zumindest den Skill wiederverwerten. Also wenn deine Säge Okay. kaputt ist, bitte nicht wegschmeißen. Der Hirsch ist sauer. Hau zurück. So, mit dem Speer genau zwischen den Augen. Ich hatte gerade eben einen interessanten Bug. Ich wollte Terraform und war betäubt und gestunt. Oh, hab meinen Speer so weit getroffen. Fängst du an, meine 10 Platten zu stellen machen? Nein. Wie gesagt, dafür muss ich nochmal einen Schmelzgang machen. Die Einschmelze ist übrigens voll. Ich habe mir jetzt erstmal selbst eine. Wieso? Weil ich von der Mine eben 80 Metall mitgebracht habe. Irgendwie ist es sinnlos, dir irgendwas zu sagen, oder? Kein Kommentar. Ich habe auch keine erwartet. Läuft's beim Jagen? 2 Hirsche habe ich. Wunderbar. Den dritten renne ich gerade hinterher, weil ich keine Steine mehr habe. Hast du noch Wattebäuschen in der Tasche? Nee, aber einen spitzen Speer. Muss nur noch treffen, wa? Ja, das ist das Problem. Weil der ist echt schnell zu Fuß, das Vieh. Aber gleich ist die Insel zu Ende. Wo bist denn du ganz? Ziemlich weit südlich.
ganze Tisch. Ah, sie haben vorbeigegangen. Ja, ganz im Osten. An dem Sandzipfel, da sind wir jetzt. Ah. Okay. Oh, mir wird gerade so ganz dezent oben gesagt, du verhungerst. Das ist nicht gut. Ich sehe gerade, wir haben die Zeit auch schon wieder voll. Oh ja. Inwiefern? Aber den würde ich gerne noch kriegen. Ja, mach erstmal noch. Aber die dürfte schon Eisen. 33 Fleisch haben wir noch in der einen Kiste. Okay. Dann nehme ich gleich noch mit, was ich noch tragen kann. Weil drei Hirsche kriege ich nie alles mit. Ich krieg gerade mal einen voll mit. Deswegen mein Vorschlag mit zu zweit jagen gehen. Nehmen wir mit. Kannst ja beim Jagen den Karren hinter dir herziehen. Nein. Sehr aber lustig aus. Und auf die Karre stellen wir eine Balliste? Nein, Valentin, wir sind nicht im Roleplay. Oh. Sind wir bei Ark? Nein. Ich würde mir jetzt gerne ein Hausboot bauen. So ein kleines. So mit 3-4 Stockwerken, einer Balliste oben drauf. Falsches Spiel. Na Manno. Gut, dann hätte ich jetzt gerne einen Bergfried mit der Balliste oben drauf. Baumeister. Fragen Sie mich in 10 Jahren nochmal. Oh, Manu. Also im Jahr 1047. Jetzt wünschte ich mir einen Zeitmultiplikator für das Spiel. Nein. Habe ich die Erlaubnis, um unseren Arbeitsplatz einen Zaun zu ziehen? Wenn er sinnvoll ist. Weil hinter den Häusern kommst du sowieso nicht mit dem Zaun lang. Wenn du hier zwischen den Häusern mit dem Zaun lang gehst, dann lynche ich dich, weil ich nicht mehr durchkomme und ewig drumherum gehen muss. Richtung Feld. Vielleicht klappt das. Wenn das klappt, das wäre so geil. Ich krieg das Vieh nicht klein, ne? Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt nicht. Ja, aber andersrum wird es geklappt. Ich den Zaun erst gebaut und dann den Rennofen drauf. Dann wird's klappen. Nee, dann ist das Feld für den Rennofen blockiert. Ein Zaun verbraucht ein Feld genauso wie der Rennofen. Klar, kann ich nicht mehr drauf setzen. Wenn ich den Zaun hier baue, schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ja. Wobei wäre eine Schutzkante. Breiter wollte ich hier nicht gehen. Ich wollte jetzt noch in die Breite gehen. Weil hier das Lagerhaus hin soll. Mhm. Ja, du könntest ja hier unten schon mal den Platz für das Monument machen. Hm? Wo? Wo ich stehe. Das Monument ist viel zu weit von den Häusern weg. Wir haben bei den Häusern keinen Platz. Der Radius breitet sich ja auch aus jeden Tag. Das wird ja deutlich größer. Jetzt wahrscheinlich Stumpf 4 hingesetzt. Die Fläche ist viel zu klein für das Monument. Außerdem. Monument braucht nur ein Feld. Ja, aber das ist ein Monument. Da muss ein bisschen was zum Zu sein. Und nicht ein Billy-Regal.
Ein Billigregal, süß. Ja, das stellt man nicht einmal irgendwo in der Ecke und ignoriert es dann 3 Wochen. Was wollte ich tun? Kohle holen. Und jetzt ablagen. Ablagen. Mann, meine Sprache ist heute wieder... Du bist Corgi, du bist erschöpft. Sie brauchen Ruhe. Also ich glaube, den kriege ich in dieser Aufnahme nicht mehr klein, den Hirsch. Dann moderierst du aus der Ferne ab. Ich bin noch gar nicht dran. Ich bin. Na gut. Aber dann können wir gleich mit der nächsten weitermachen. Müssen wir noch eine hinter dranhängen? Dass du den noch tot kriegst? Also ich würde dann langsam gerne mal Feierabend machen, weil ich muss früh wieder hoch. Ich nur du, ich auch. Gut, dann aber moderiere erstmal ab. Screen noch tot? Ja, das ja. Also er wird nächstes Mal auf magische Weise tot am Boden liegen. Du Mörder. Alles klar. Dann, ja, eigentlich wie immer. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Gerne auch die Sicht von den anderen einmal gucken, wenn ihr euch fürs Jagen interessiert zum Beispiel. Ist sicher auch mal interessanter als Schmelzen und Schmieden und Schmelzen und Schmieden. Dann gerne beim Barock vorbeischauen, ist natürlich unten verlinkt. Und ansonsten Kommentar dalassen, freue ich mich immer drüber, die anderen sicher auch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. Ciao. Tschüss.